Und das ist sie, die Gewinnerin Daniela Wolanin. Hier im beschaulichen Martalen wohnt die 37-Jährige zusammen mit ihrer Familie in dem schönen, umgebauten Bauernhaus. Noch sieht ihr Wohnzimmer unspektakulär aus, aber genau das soll sich heute ändern. Also wir wohnen hier schon seit über 6 Jahren. Wir sind eine Familie mit 3 Kindern, 2 Söhnen und einer Tochter. Wir haben einen Teil von diesen Möbel mitgenommen, von der Altwohnung. Tisch und Stühle, die sind auch schon sehr durchgebraucht. Sofa haben wir zwar mal neu gekauft, aber irgendwie hat sich das nicht so bewährt. Mir liegt drinnen und ich kann nicht mehr drinnen hocken. Und darum habe ich mich angemeldet beim Lifestyle, beim Umstyling. Und ich bin mega gespannt, was jetzt aus dem Raum rausgeholt wird. Das Maximum rausholen will die Designerin Simone Gump. Vor allem gemütlich und einladend soll es im Wohnbereich werden. Die Familie Wolanin wohnt in einem wunderschönen Bauernhaus. Aber hier innen ist der Charme noch nicht so ganz angekommen. Obwohl es einen wunderschönen Kachelofen hat. Und heute wollen wir den Charme noch richtig rausholen. Und dafür braucht es zuerst neue Möbel und Accessoires zum Umstylen. Die hat die Designerin zusammen mit der Gewinnerin Daniela vorab beim Möbel Hubacher ausgesucht, wo natürlich alles bequem heimliefert. Alle packen mit an, die alten Möbel wie der Tisch, Stühle und das durchgesessene Sofa kommen raus und werden durch die neuen Möbel ersetzt. Der Raum sieht doch schon ganz anders aus mit dem neuen Sofa. Wir haben extra den breiten Teil in den Raum genommen, weil es wirkt so als Raumtrennung und von dort aus sieht man eben auch besser auf den Fernseher. Zu so einem grossen Sofa gehört natürlich auch eine Leselampe, weil das ist eine 5-köpfige Familie. Die einen wollen Fernsehen schauen und die anderen lesen. Und so kann man das auch wirklich machen. Auch Vorhänge sind wichtig, um ein schönes Ambiente zu schaffen. Ich werde immer wieder gefragt, ob man Vorhänge machen soll, die bis ganz am Boden runterkommen. Und ich muss sagen, ganz klar ja, weil es sieht um Länge besser aus. Und macht auch optisch das Fenster grösser. Der schöne Kachelofen gibt natürlich den Farbton an in diesem Raum. Und diese Farbe übernehmen wir und ziehen wir in den Raum rein und dann kommt das wirklich gut hin. Gut kommt es auch, wenn man auf einer grossen Wand statt ein Bild etwas selber gemachtes aufhängt. Natürlich auch in der Farbe vom Kachelofen. Einfach einen Ast nehmen und nach Wunsch gestalten, zum Beispiel mit Tannenzäpfen. Also Bänder drumherum tun, zusammenziehen, Leim drauf machen, Mäschchen machen und fertig. Auch kann man den Ast saisonal gestalten und hat so immer eine neue Deko. Dekorativ sieht auch das neue Fernsehtisch aus. Weil der Tisch rund ist, kann man den einfacher in den Raum platzieren, was bei einem eckigen Tisch nicht so möglich ist. Dann kommt es zum Finish. Die letzten Kerzen werden noch angezündet und alles zurechtgerückt. Das Wohn-Esszimmer der Familie Wolanin hat extrem an Wärme gewonnen. Und zwar haben wir ganz viele Sachen rausgetan, die nicht so dekorativ waren. Und haben schöne Accessoires da. Und das Zweite ist, wir haben den Raum optisch aufgeteilt mit Farben. Auf der einen Seite haben wir das Türkis, das wir aufgenommen haben vom schönen Kachelofen. Und auf der anderen Seite haben wir den Essbereich mit einem modernen Senfgel ergänzt. Und das gibt eine optische Aufteilung und das gibt auch wieder Ruhe in diesen Raum. Ruhe wird die dreifache Mutter sicher in ihrem neuen Wohnzimmer finden, denn sie ist mehr wie nur begeistert. Ich bin total überwältigt von diesem Raum jetzt. Er sieht aus wie aus einem Katalog raus. Meine Familie wird überwältigt sein, weil das riesige Sofa dahinter, das bietet uns allen Platz jetzt, um gemütlich drin liegen. Und auch der Tisch mit dem schönen Stuhl, das hat so harmonisch alles angenommen. Ich bin total glücklich und happy. Also sag, wie fühlst du dich jetzt hier drin? Es ist super. Es ist ein Sofa, wo ich nicht einsinke, wo ich einfach normal drauf sitzen kann. Und du hast meinen persönlichen Geschmack in diesem Raum in super getroffen. Ja, danke vielmals. Das freut mich aber riesig. Freuen können auch Sie sich, denn Möbel Hubacher hat schon das nächste Geschenk für Sie parat.